Königliche Hochzeiten mögen für die europäischen Monarchien von großer Bedeutung sein. Aber das bedeutet nicht, dass sie immer reibungslos ablaufen. Wollt ihr wissen, welche königliche Ikone vor dem Altar den Namen ihres Mannes verwechselt hat? Schaut weiter und findet es heraus. Da alle Augen auf die zukünftige Prinzessin gerichtet waren, müssen die Stunden vor der Hochzeit von Lady Diana Spencer unglaublich nervenaufreibend gewesen sein. Als sie eines ihrer Lieblingsparfums auftragen wollte, verschüttete sie die Flasche und verschmutzte ihr extravagantes Kleid. In Rosalind Cowards Buch Diana the Portrait berichtet Barbara Daly, Dianas Hochzeits-Make-up-Artist, über den Vorfall. Laut Daly erzählte Diana ihr besorgt: "Ich habe gerade etwas Parfum auf die Vorderseite des Kleids verschüttet. Sie werden mich umbringen." Gemeinsam beschlossen sie, dass die beste Lösung darin bestand, zu versuchen, den Fleck vorne im Kleid zu verstecken. Aber das funktionierte offenbar nicht so gut, wie sie gehofft hatten. Die meiste Zeit der Zeremonie verdeckte der Strauß den Fleck. Aber in den Momenten, in denen sie ihre Blumen nicht in der Hand hielt, war sie vermutlich gezwungen, den Fleck mit der Hand zu verdecken. Und der Fleck war nicht das einzige unerwartete Problem in Dianas Hochzeitskleid. Während der Kutschfahrt zur St. Paul's Kathedrale wurde das Kleid zudem fürchterlich zerknittert. Elizabeth Emanuel erzählte ITV in der 2018 erschienenen Dokumentation Invitation to a Royal Wedding: "Wir wussten, dass es ein wenig faltig werden würde, aber als ich sie in St. Paul's ankommen sah und wir die Falten sahen, wurde mir tatsächlich schwindelig. Ich war wirklich entsetzt, denn es waren ziemlich viele Knitterfalten." Auch nachdem sie vor dem Altar stand, war Prinzessin Diana noch nervös. Und während ihres Gelübdes sprach sie den Namen von Prinz Charles falsch aus. I, Diana Francis. I, Diana Francis. Take thee, Charles Philip Arthur George. Take thee, Philip Charles Arthur George. Aber wer kann ihr den Namen wie Charles Philip Arthur George verübeln, dass sie stattdessen Philip Charles Arthur George sagt? Die Tatsache, dass Philip der Vorname von Dianas Schwiegervater war, soll jedoch zu einigen Hänseleien in der Familie geführt haben. Andrew Morton behauptet in seinem Buch Andrew, The Playboy Prince, dass Prinz Andrew nach der Zeremonie scherzhaft zu Diana sagte: "Du hast meinen Vater geheiratet." Doch für viele machte dieser Patzer am Hochzeitstag Diana sympathisch. Wie Barbara Walters damals bemerkte: "Alles, was es bewirkt hat, war, dass sie bei ihrem Volk beliebter wurde, weil es menschlich und verständlich war." Prinzessin Diana war jedoch nicht die einzige, die während der königlichen Hochzeit einige peinliche Momente erlebte. Mitten in der Zeremonie sprach Prinz Charles sein Gelübde fälschlicherweise als "All deine Güter teile ich mit dir" statt "All meine weltlichen Güter teile ich mit dir" aus. Anschließend vergaß er, seine Braut vor dem Altar zu küssen, obwohl sich viele gefragt haben, ob dies lediglich auf seine Nerven zurückzuführen war oder ob es sich um eine unbewusste Abfuhr handelte. Immerhin soll Camilla, Charles' Ex-Freundin und zukünftige Ehefrau, bei der Hochzeit zu Gast gewesen sein. Diana gab später sogar zu, dass sie das nervös machte. Sie erzählte ihrem Biografen Andrew Morton: "Ich wusste natürlich, dass sie da war. Ich habe nach ihr Ausschau gehalten." Die Hochzeit von Charles und Diana entschädigte jedoch für den verlorenen Kuss, indem sie einen neuen einführte. Der Kuss auf dem Balkon des Buckingham Palace, ein ikonischer Moment, der seither zur Tradition für königliche Neuvermählungen geworden ist. Vor der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry im Jahr 2018 wurde Meghans Vater Thomas Markle zum Gegenstand eines Medienwirbels. Es wurde bekannt, dass er Fotos mit Paparazzi inszeniert hatte und häufig mit Boulevardmedien über die bevorstehende Hochzeit seiner Tochter sprach. Markle schwankte mehrmals öffentlich in seiner Entscheidung, ob er an der königlichen Zeremonie teilnehmen würde oder nicht. Als The Mirror ihn fragte, ob er seine Tochter zum Altar führen würde, antwortete er, dass er es liebend gerne tun würde. Monate später sagte er jedoch, er würde nicht hingehen, weil er seine Tochter nicht in Verlegenheit bringen wollte. Dann änderte er seine Meinung erneut und behauptete, er würde doch teilnehmen, bevor er schließlich ankündigte, dass er zu Hause bleiben würde, wobei er gesundheitliche Probleme als Grund angab. Meghan gab daraufhin über Twitter eine offizielle Erklärung ab, in der sie ankündigte, dass ihr Vater nicht anwesend sein werde. I don't like to say it, but I gotta say it. I don't know of anybody that's that cold. So war es natürlich ein wenig peinlich, als die Gäste ankamen und sahen, dass das offizielle Hochzeitsprogramm falsch gedruckt war. Die Braut, die vom Dekan von Windsor begrüßt wurde, bewegt sich in einer Prozession durch das Kirchenschiff, wo sie von ihrem Vater Mr. Thomas Markle zum Hochaltar begleitet wird. Aufgrund der Abwesenheit ihres Vaters schritt Meghan Markle mit ihrem zukünftigen Schwiegervater Prinz Charles zum Altar.
Kate Middleton erhielt den berühmten Saphir-Verlobungsring von Prinzessin Diana, als Prinz William ihr einen Antrag machte. Ihr Ehering ist jedoch aus walsischem Gold und entspricht damit der Tradition der britischen Königsbräute vor ihr. Diese Tradition begann 1923 mit der Urgroßmutter von Prinz William, Elizabeth Bowes Lyon. Und bis zu seiner Hochzeit mit Kate Middleton wurden alle königlichen Eheringe aus demselben Stück walsischem Gold gefertigt, das Lyon geschenkt worden war. Middletons Ring, der wahrscheinlich aus einem anderen Goldstück gefertigt wurde, wurde von einem Londoner Juwelier speziell für sie angefertigt. Angeblich hatte sie vor kurzem Gewicht verloren und musste die Größe des kostbaren Diana-Erbstücks ändern lassen. Also bestellte sie den Ehering auch in einer kleineren Größe. Doch wie sich herausstellte, war diese Größe ein klein wenig zu klein. Als Prinz William seiner Braut den Ehering während des Eheversprechens anstecken wollte, hatte er Mühe, ihn über ihren Knöchel auf ihrem Finger zu bekommen. Die beiden lachen jedoch angeblich über das Missgeschick, wie ein anonymer Insider gegenüber der Daily Mail erklärte. Sie und William amüsieren sich jetzt darüber. Die Royals schrecken selten vor Extravaganz zurück, wenn es um ihre Hochzeitskleider geht. Aber schwere Stoffe und lange Schleppen sind nicht gerade leicht zu tragen. Wenn dann noch die Nervosität und die Aufregung vor dem großen Tag hinzukommen, sind Stolperfallen und Stürze vorprogrammiert. Und genau das passierte der damaligen Sophia von Griechenland, als sie 1962 den damaligen Prinz Juan Carlos von Spanien heiratete. Berichten zufolge hatte das königliche Paar aufgrund ihrer unterschiedlichen Nationalitäten und Religion drei Hochzeiten. Eine katholische Zeremonie, eine griechisch-orthodoxe Zeremonie und eine standesamtliche Hochzeit. Die junge Prinzessin trug bei allen Hochzeiten das gleiche Kleid. Das Kleid wurde von dem französischen Designer Jean Dessis entworfen, bestand aus silbernen und weißen Lamé und wurde mit antiker Spitze besetzt. Ungünstigerweise hatte es außerdem eine 16 Fuß lange Schleppe. Bei der dritten Zeremonie stolperte die Prinzessin angeblich über ihr Kleid, weil sie so aufgeregt war. Andererseits ist es bei so viel Stoff schon beeindruckend, dass sie die ersten beiden Hochzeiten überhaupt überstanden hat. Der Vorteil einer Hochzeitsparty, die aus Kindern unter 5 Jahren besteht, ist, dass sie einfach bezaubernd sind. Der Nachteil ist, dass der Umgang mit Kindern manchmal ein wenig schwierig sein kann. So hat zum Beispiel eine Mini-Brautjungfer den Balkonkuss von William und Kate fotografisch unterbrochen und wurde so zum Star des Tages. Der Kuss auf dem Balkon des Buckingham Palace ist zu einem der kultigsten Momente der königlichen Hochzeit geworden, seit Charles und Diana diese Tradition ins Leben gerufen haben. Aber für William und Kate wurde dieser Moment dank eines missmutigen kleinen Mädchens, das später als die mürrische Brautjungfer bekannt wurde, zum viralen Ereignis. Berichten zufolge war der Jubel der Menge zu laut für die dreijährige Grace van Cutsham. Und sie wurde mit der Kamera dabei erwischt, wie sie sich die Ohren zuhielt und ein wenig verstört aussah. Das Foto wurde zu einem der denkwürdigsten der gesamten königlichen Hochzeit. Wenn ihr etwas über die britische Königsfamilie wisst, dann kennt ihr wahrscheinlich schon die lange und dramatische Geschichte der Affäre von Prinz Charles und Camilla Parker Bowles. Vor allem nach dem hier. Well, there were three of us in this marriage. So it was a bit crowded. Nach jahrzehntelanger Trennung, obwohl sie sich angeblich sehr liebten, fand das umstrittene Paar schließlich sein Happy End, als es 2005 heiratete. Doch ihre Hochzeit verlangte einige Eingeständnisse. Als wäre es nicht schon peinlich genug, dass die ganze Welt von ihrer Affäre wusste, mussten Camilla und Charles ihre Sünden vor der gesamten Hochzeitsgemeinde bekennen, bevor sie offiziell vom Erzbischof von Canterbury getraut werden konnten. Beide sagten ein Bekenntnis aus dem Book of Common Prayer auf, in dem es heißt: Wir bekennen und beklagen unsere mannigfachen Sünden und Bosheiten, die wir von Zeit zu Zeit mit Gedanken, Worten und Taten gegen deine göttliche Majestät begangen haben und die mit Recht deinen Zorn und deine Empörung gegen uns hervorrufen. Nicht gerade die Worte, von denen jedes kleine Mädchen an seinem Hochzeitstag träumt. Es wird erwartet, dass eine Braut an ihrem großen Tag Freudentränen weint. Aber die Tränen, die die zukünftige Fürstin Charlene Woodstock während ihrer Hochzeit 2011 vergoss, schienen nicht sehr freudig zu sein. Es wurde berichtet, dass sie aufgrund von Gerüchten über Untreue verärgert über ihren Verlobten Albert, den Fürsten von Monaco und Sohn von Grace Kelly war. Es kam der Verdacht auf, dass der Fürst Albert nicht nur mit Woodstock untreu war, sondern auch ein Kind gezeugt hatte. Robert Lacey, ein britischer Historiker und königlicher Biograf, erinnerte sich an die Hochzeitsfeierlichkeiten. Als er sie an ihrem Hochzeitstag küssen wollte, schreckte sie irgendwie zurück. Charlene erklärte ihre Tränen später mit den Worten:
Es gab all die gemischten Gefühle wegen der Gerüchte und offensichtlich baute sich die Spannung auf und ich brach in Tränen aus. Und dann brach ich noch mehr in Tränen aus, weil ich dachte, oh nein, jetzt hat mich die ganze Welt weinen sehen. Königliche Hochzeiten sind ziemlich exklusive Angelegenheiten und die Gästelisten werden sehr sorgfältig ausgewählt. Daher fanden es einige etwas seltsam, dass nicht nur eine, sondern gleich zwei von Prince Harry Ex-Frauen bei seiner Zeremonie auftauchten. Cressida Bowness und Chelsea Davy waren ehemalige Freundinnen des Prinzen, die ebenfalls eingeladen waren und an den Hochzeiten teilnahmen. Elaine Swann, Expertin für Hochzeitsknigge, äußerte sich gegenüber New York Times zu der Frage, ob es angemessen sei, dass Prinz Harry ehemalige Geliebte zu der Veranstaltung einlädt. Es waren nur 600 Leute eingeladen und diese beiden waren dabei. Ich weiß nicht, welchen Zweck es für sie oder für irgendeinen Ex hatte, bei einer Hochzeit anwesend zu sein. Laut Swan kann die Einladung des Ex zu unnötigen Unannehmlichkeiten für alle führen. Es bringt den Ehepartner in eine unangenehme Lage, es bringt die Ex in eine unangenehme Lage. Auch die Gäste, die diese Person kennen, fühlen sich dann unwohl. Und sie könnte recht haben, wenn man sich den Gesichtsausdruck von Chelsea Davy während der Fernsehübertragung ansieht. Wenn Pferde im Spiel sind, kann es manchmal ein wenig gefährlich werden, wie sich am Hochzeitstag von William und Kate zeigte. Während der Prozession nach der Hochzeit verursachte eines der Pferde in der Nähe der Kutsche des königlichen Paares beinahe eine Katastrophe. ABC News berichtete damals, dass das Pferd durch die Menschenmenge erschreckt wurde und seinen Reiter abwarf und an dem frisch vermählten Paar vorbeirannte. Die Menge war schockiert, als sie sah, wie das Pferd stürzte, seinen Reiter abwarf, davonlief und beinahe seinen Reiter mit sich riss. Garnisonsfeldwebel Major Bidmott, der Organisator der Parade nach der Hochzeit, sagte dem People Magazine, dass das Pferd, Zitat, die Whitehall hinunterlief, um zum Wachraum der Horse Guides zu gelangen, zu den Stellen, wo es normalerweise gefüttert wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, was vor allem der Professionalität des Reiters und der Pferdepfleger zu verdanken ist, die das freilaufende Tier schnell einfingen. Nur wenige Stunden vor der Hochzeit von Prinzessin Elizabeth, der künftigen Königin Elizabeth II., zerbrach das Erbstück der Braut, ein Diadem, in zwei Teile. Das Diadem war 1919 für ihre Großmutter angefertigt worden und wurde an ihre Mutter weitergegeben, die es wiederum ihrer Tochter, der künftigen Königin, als geliehenes Schmuckstück überließ. Doch wie so oft bei antiken Familienerbstücken war die Struktur empfindlich und ging leicht zu Bruch, als ihr Friseur versuchte, sie an ihrem Schleier zu befestigen. Elizabeth geriet in Panik, weil sie befürchtete, das Diadem nicht mehr tragen zu können. Zum Glück war ein Juwelier des Palastes zur Stelle, um die Situation zu retten. Das Diadem wurde schnell zum Juwelier gebracht, wieder zusammengeschweißt und der jungen Prinzessin pünktlich zur Zeremonie übergeben.